Bei strahlendem Sonnenschein begann ich meine Tour nach Strömstadt. Doch trotz aller Umsicht hätte dieser Tag fast mit einem Desaster, dem Verlust der Biederwind im Sturm, geendet. Als ich das heraufziehende Unwetter bemerkte, suchte ich mir zeitig einen geschützten Ankerplatz im Lee einer Insel. Die Bucht war von fast allen Seiten geschützt und ich dachte, ich hätte alles richtig gemacht. Wie es dennoch dazu kommen konnte, dass die Biederwind strandete, erfährst du in diesem Video. Gleich nach der Intro. Oh Mann, das hat mir aber einen ordentlichen Schrecken eingejagt. Eben an Land gegangen. 2019 war mein skandinavischer Sommer. Die Reise der Biederwind führte mich bis ganz hoch in den Norden in die schwedischen Schären. Sei dabei, wenn ich durch die dänische Südsee, über Samsö und Anholt durch das raue Kattegat bis nach Marstrand segel. Erlebe die Strandung der Biederwind in einem Sturm und freue dich mit mir über herrliche Ankerbuchten und lauschige Abende im hellen Sonnenschein. Tauche mit mir ein in die faszinierende Welt der schwedischen Schären. Gute Navigation ist hier unerlässlich, um zwischen den vielen Inseln und Riffs einen Weg zu finden. Das Wetter war teilweise recht rau diesen Sommer. Umso mehr freute ich mich dann abends auf einen ruhigen Ankerplatz. Und ich hatte wirklich einen schönen Ankerplatz. Ich lag an der kleinen Schäre Dannemark und wenn ich mit dem Schlauchboot an Land ging, hatte ich einen herrlichen Ausblick über das Archipel. Wie in Schweden üblich gab es eine bescheidene, aber doch ausreichende Infrastruktur. An der Schäre konnte man anlanden, es gab Befestigung für die Boote, es gab einen Grillplatz und es gab auch eine kleine Toilette, die regelmäßig geleert wurde. Kein Luxushotel, aber ausreichend. Und es hatte den Vorteil, dass die schwedischen Schären sauber blieben. In den Toilettenhäuschen gab es Sammelbehälter für den Müll. Da es bis zu meinem Ziel Strömstadt nur noch ungefähr 30 Seemeilen waren, ließ ich mir alle Ruhe und Zeit der Welt, frühstückte gemütlich, machte mir Spiegeleier und begab mich dann um 11 auf den Weg und nahm den kleinen Umweg durch den Hamburgsund, den ich mir anschauen wollte. Eigentlich gibt es hier in den schwedischen Schären ja keine Umwege, denn der Weg ist das Ziel. Je mehr Umwege man nimmt, desto mehr sieht man von der Schönheit der Natur und der Landschaft. Der Hamburgsund trennt die kleine Insel Hamburgö vom schwedischen Festland. Der Name selber hat allerdings nichts mit der norddeutschen Stadt Hamburg zu tun. Ö ist übrigens der schwedische Name für kleine Insel. Das ist der Grund, weshalb so viele Inseln auf Ö enden. Ich war immer noch ganz begeistert von meiner Anfahrt auf Marstrand 2 Tage vorher. Aber dies setzte noch einmal eins drauf. Der Hamburgsund war wirklich wunderschön. Unglaublich, diese schwedischen Schären, was die alles zu bieten haben. Es heißt immer, die Skandinavier sind die glücklichsten Menschen Europas. Aber wenn du dir dies hier anschaust, wen wundert's?
du hier in dieser unberührten Naturlandschaft lebst, wie soll man da unglücklich sein? Es stimmt wirklich. Wer mehr hat, hat mehr. Der kleine Ort Hamburg-Sund hat nur wenige hundert Einwohner. Aber die leben dafür vom Feinsten. Wer hat denn schon sowas? Ein Haus mit einem eigenen Bootsanleger direkt davor. Und natürlich hat jeder Schwede eine Segeljacht oder ein Motorboot. Und vermutlich leben sie auch ganz gut vom Tourismus, indem sie die Häuser vermieten. Mit kleingemachter Genua schippe ich jetzt ganz gemütlich weiter durch die schwedische Schärenwelt. Es hat so zwischen 16 und 20 Knoten Wind. Und solange die Richtung stimmt, lässt sich das ganz gemütlich machen. Zwischendurch kommen dann wieder Böen, 22 Knoten. Aber die Genua wird gerefft. Damit geht das relativ entspannt. Das schöne Wetter findet je ein Ende. Aber schauen, noch rechtzeitig einen guten Ankerplatz zu finden. Hoffentlich habe ich noch 5 Stunden vor mir. Als ich die Kaltfront bemerkte, war ich noch ungefähr 1 Stunde vom nahegelegenen Hafen Harvestens im Harvestensund entfernt. 5 Seemeilen. Da ich aber vermutete, dass dieser Hafen überfüllt war, hielt ich nach einer Alternative Ausschau und fand sie mit dem kleinen Naturhafen Calvön in 6 Seemeilen Entfernung. Es herrschte Ostwind und ich beschloss, in Leder Insel zu ankern, da sie mir ausreichend Landabdeckung vor Wind und Welle bieten würde. Ein fataler Fehler, wie sich später herausstellte. Ich suchte einen für Ostwind geeigneten und geschützten Ankerplatz, dampfte den Anker ein und verließ nach einer Viertelstunde das Boot, um an Land die Ortschaft zu erkunden. Kaum an Land brach das Unwetter mit ordentlich starken Böen ein. Es dauerte eine Weile, bis ich realisierte, dass der Wind inzwischen von Ost auf Süd gedreht hat. Die Bucht, in der ich ankerte, war nach Süden offen und nicht geschützt. Ich rannte ans Ufer und hielt nach der Biedewind Ausschau. Aber es war bereits zu spät. Der Anker hatte nicht gehalten und die Biedewind war gestrandet. Oh Mann, das hat mir aber einen ordentlichen Schrecken eingejagt. Eben an Land gegangen, um nach dem WC zu suchen. Währenddessen brach das Unwetter los und der Anker hat nicht gehalten und die Biedewind ist auf Schlick gegangen. Ist wohl irgendwie so 40, 50 Meter weitergerutscht mit dem Anker. Bis ich dann beim Boot war, war schon alles zu spät. Sie lag am Strand. Ich traf dann netten Schweden vom Seenotrettungsdienst. Und wir haben es dann geschafft, mit seiner starken Maschine die Biedewind wieder freizuschleppen. Zum Glück habe ich einen Langkieler. Der kann das einigermaßen ab, ohne dass gleich sich alles verzieht. Ja, und jetzt liege ich wieder vor Anker und habe gar nicht so richtig gutes Gefühl. Aber ich muss noch mal rüber in den Hafen und eine meiner Flaschen Whisky für die Leute in Schweden vom Seenotrettungsdienst opfern. Aber das nächste Gewitter zieht schon wieder ran. Und erstmal muss ich sicher sein, dass der Anker hält. Weil die haben mir gesagt, nochmal wollen die mich nicht freischleppen. Das Überreichen der Belohnung für den netten Seenotrettungskreuzer stellte sich als gar nicht so einfach heraus, da er an diesem Nachmittag noch 4-mal auslaufen musste und ich ihn erst abends in seinem Privathaus erreichte, wo wir einen netten Abend miteinander verbrachten. Am nächsten Morgen inspizierte ich noch einmal die Unglücksstelle. Wäre die Biedewind nur 10 bis 20 Meter weiter in der Mitte der Bucht vertrieben, wäre es nicht so glimpflich ausgegangen, sie wäre auf ein Steinriff aufgelaufen. Der nördlichste Hafen meiner Reise ist erreicht. Ich bin jetzt kurz vor Strömstad. Den will ich heute anlaufen, um mal wieder Essen zu bunkern
auch die Batterien mal wieder aufzuladen. Für morgen ist Starkwind eingesagt und ich hoffe, mich da dann einen Tag lang schön in der Stadt umgucken zu können. Und dann geht es auch nicht mehr weiter nördlich, dann geht es wieder zurück Richtung Süden. An Steuerbord die Einfahrt nach Strömstadt. Und ganz hinten am Horizont, hinter der Fähre, die da gerade ausläuft, das ist schon alles Norwegen. Am Backbord habe ich noch die nördlichen Klosterinseln. Interessant, wo überall Schiffe der Color Line Reederei unterwegs sind. Hatte ich die doch schon bei meinen Reisen in Kiel häufiger gesehen. Bald kam Strömstadt in Sicht und da ich schon vormittags einlief, fand ich noch ein freies Plätzchen direkt an der inneren Kaimauer im Hafen. So, einen schönen Platz für die Biedewind in Strömstedt gefunden, mitten im Hafen. Allerdings sehr unruhig hier. Hier kommt ein norwegisches Motorschiff nach dem anderen, legt an, legt ab. Anscheinend scheinen die hier irgendwie billiger einkaufen zu können. Das sind teilweise auch die Maschinen, die ganze Zeit laufen. Kommen hier irgendwie mit Kind und Kegel, legen sich gleich ins Fünferpäckchen. Einige haben dann ihre Boote beladen mit 8 Kästen Wein und dann ging es wieder los. Es war heute sehr schwül und warm, so wieder Gewitter angesagt. Unwettergefahr ist immer noch sehr hoch. Strömstadt entpuppte sich als eine echte Schmugglerstadt, vollkommen in norwegischer Hand. Quirlig und interessant zugleich. Das fette Hochdruckgebiet, das die letzten anderthalb Wochen über Europa und insbesondere Deutschland gelegen hat, wurde ja nach Skandinavien von 2 Tees abgedrängt und löst sich jetzt hier im wahrsten Sinne in Luft aus. Für heute ist Starkwind angesagt, Böenspitzen 30 Knoten. Nun ja, da ich keine Lust hatte zu ankern, liege ich schön und sicher und geschützt im Hafen von Strömstadt und genieße hier die herrliche Aussicht. Kuchenbude ist aufgebaut, Brötchen habe ich gerade gekauft. Tja, nun kann kommen, was will. Ich mache es mir schön gemütlich an Bord, mache mir einen Kaffee, lese ein Buch und genieße einmal die Auszeit. Dummerweise ist mir mein Mikrofon über Bord gefallen. Ab jetzt wird die Soundqualität leiden. Es sind nicht nur die skandinavischen Nächte, die besonders lange hell sind. Nein, und Strömstedt kommt auch noch dazu. Hier ist es lange laut. Das Strömstädter Nachtleben war zwar ganz interessant, aber ich hatte nicht vor, die Nacht zum Tage zu machen und krabbelte zeitig in meine Koje. Doch dann kam eine WhatsApp-Nachricht, auf die ich schon seit Tagen wartete. Ich war das zweite Mal Opa geworden. Mein Enkelkind Elli war da. Und so brach ich die eigens für diesen Zweck aufbewahrte Flasche Whisky an und stieß auf mein Enkelkind Elli an. Prost! Am nächsten Morgen hieß es wieder Leinen los und es ging Richtung Süden.
Am 8. August wollte ich mich mit zwei Freundinnen in Dänemark treffen und es war Zeit aufzubrechen. Leider ist mein Mikrofon ins Wasser, ins Hafenbecken gefallen. Insofern ist die Soundqualität jetzt nicht mehr so schön. Egal. Es geht auf jeden Fall weiter. Der Wind stand günstig mit 3 bis 4 Windstärken aus Ost und ich segelte ungefähr 25 Seemeilen bis zur kleinen Schäre Glüppö auf der Höhe von Fjällbacka. Es hieß das letzte Mal in diesem Urlaub vor Anker gehen in der schwedischen Schärenlandschaft. Es war zwar rattenkalt, aber die Sonne scheinte und meine Laune war bestens. Natürlich ließ ich es mir nicht nehmen, noch einmal über die Felsenlandschaft meiner Schäre zu kraxeln und die Drohne steigen zu lassen. Gleich geht's Anker auf nach dem Frühstück. Den letzten Hafen, bevor ich meine Überfahrt über Skagerrak nach Skagen unternehmen werde. Letztes Frühstück an der Schäre. Ich bin ja gestern an die Schäre Glöppa gefahren in der Nähe von Fjällbacka. Keine Ahnung, ob ich das hier alles richtig ausspreche. Nochmal schön geankert. Frühstücke jetzt in Ruhe. Und dann geht's gleich los, weiter Richtung Süden, zur Insel Tjörn. Dort will ich in den Hafen Skærhamn einlaufen, nochmal festmachen. Und morgen müsste ich dann ein gutes Wetterfenster haben, um über Skagerrak nach Skagen übersetzen zu können. Ja, und dann ist Schweden noch zu Ende. Und dann geht's an der dänischen Küste weiter. Es galt, etwas über 40 Seemeilen zu versegeln, so machte ich mich recht früh morgens auf. Der Wind war günstig und ich erreichte den Hafen von Skærhamn ohne größere Vorkommnisse. Gegen 18 Uhr machte ich im Hafen von Skærhamn fest und ging noch einmal so richtig schön essen und verabschiedete mich von den schwedischen Schären, bevor es dann am nächsten Morgen raus über Skagerrak in Richtung Skagen ging. Ich hoffe, ich konnte dir mit meinem Video eine kleine Freude bereiten. Wenn dem so ist, schenke mir ein Like und abonniere meinen Kanal. Und sei gespannt auf die weiteren Abenteuer der Biedewind. In Skagen wurde ich herzlich empfangen und dann geht es weiter entlang der dänischen Küste. Aber das ist eine andere Geschichte.